Perfekt. Gut. Was haben wir denn jetzt? Kriegsherr der Nekropole. Na, der sieht doch schon ein bisschen heftig aus, hat einen schönen Helm. Und einen merkwürdigen Schulterschutz, den er... Der kriegt das seinen Arm gar nicht mehr hoch. Was sind denn das für Schulterschützer, wenn du den Arm nicht hochkriegst oder damit dir selber Dellen in den Helm machst? Gut. Auf deinem Rückweg zum Dorf stößt du auf eine Gruppe bewaffneter Nekromanten. Der Anführer... Es gebietet den übrigen anzuhalten und stellt sich dir entgegen. Warum sie dir nicht alle gleich aufs Maul hauen, ist ja erstmal vollkommen nebensächlich. Warum tut ihr das? Diese Leute haben euch nichts getan. Hä? Ja, klar. Das hat bei Bösen auch schon immer gezählt. Oder gezogen. Hör auf damit. Die haben dir nichts getan. Okay, ich gehe wieder. Wiedersehen. Gut. Du kannst uns nicht aufhalten, Mensch. Lauf und bring dich in Sicherheit. Ein paar hinterwäldlerische Dorftölpel wird dir niemand vermissen. Aha. Der ist mit seiner ganzen Truppe unterwegs. Und nur weil unser Trevor eine Made, eine Fledermaus, ein Skelett und einen Leichenbuddler kaputt gemacht hat, dachte dem jetzt, der soll lieber gehen. Ich habe keine Lust, gegen die zu kämpfen. Nee. Deine Frisur ist mir zu stylisch. Oder was? Hä? Ich versteh's nicht. Aber gut. Ist wahrscheinlich so. Ich habe noch nie wirkliche Kriegsherren der Nekropole getroffen. Also. Aber das ist schön, dass wir hier so aussuchen können zwischen Nein und Jawohl, ich gehe. Wir sehen. Aber ich hoffe mal, dass man die Möglichkeit hat, um später vielleicht Kämpfe zu umgehen oder sowas. Weil wenn es ein RPG sein soll oder ein MMO mit falscher Beschreibung, also ein RPG, dass man dann Wahlmöglichkeiten hat und nicht nur linear. Ich werde meine Pflicht als Ritter der Chimärenwache, ist auch ein cooler Name, Chimärenwache, nicht vergessen, dieses Dorf steht unter meinem Schutz. Ja, weil man als einzelner Ritter durch ein Dorf stratzt und das beschützt in der Nacht. Und keine Sau wach wird, wenn man dann irgendwelche Viecher verkloppt. Vor allem Chimärenwache. Chimären sind, soweit ich weiß, Kreaturen, die aus zwei bis mehr Lebewesen zusammengebaut wurden. Also zum Beispiel der Zentaur wäre eine Chimäre. Oder der Minotaur wäre auch eine Chimäre. Und Zentaur aus Pferd und Mensch. Nicht zu verwechseln mit dem Turteltaur. Und halt Minotaur aus Ochse und Mensch. Aber gut, fangen wir erstmal an, ein bisschen auf die Kacke zu hauen. Kriegsherr der Nekropole! So, gucken wir mal. Oh, 30. Der ist besser als wir. Wir hätten vielleicht doch lieber gehen sollen. Zu Beginn des Spiels wird eine Münze geworfen. Das ist schön, dass der Typ sich die Zeit nimmt, mit uns eine Münze zu werfen und sich mit uns hinsetzt und Karten spielt, anstatt uns einfach sein fettes Schwert über den Dödel zu ziehen. Gut. Welcher Spieler ersten Zug hat? Münzwurf gewonnen, sollst du wählen, erster Spieler spielen. Im ersten Zug des Spiels wird keine Karte gezogen, außer über Yu-Gi-Oh! Auch mittlerweile. Früher war es ja anders. Deshalb zieht dein Gegner als erster eine Karte und du hast den ersten Zug. Also da du den ersten Zug hast. Kann ich mir das wirklich aussuchen? Du hast den Münzwurf gewonnen und solltest wählen, als erster zu spielen. Aha. Wenn der sagt, ich soll das wählen, dann wähle ich das. Nachdem du deine Anfangskarte gezogen hast... Was? Nachdem du deine Anfangskarte gezogen hast. Du hast uns gerade gesagt, wir sollen als erster anfangen und dazu ziehen wir keine Karte. Willst du mich verarschen? Besteht die Möglichkeit, dieses... So Anfangskarten. Ach, damit meint der Dieter. Ich dachte schon, ja gut. Aha, ja. Weiterlesen. Entschuldigung. Neu zu ziehen. Allerdings erhältst du dann eine Karte weniger. Du besitzt gute Anfangskarten. Eine solide Mischung aus Ressourcen. Einheiten solltest dich dafür entscheiden, die zu behalten. Wenn du eine neue Ziehung hast, erhältst du eine Karte weniger. Aber das ist ja interessant. Anscheinend ist es nicht so, dass wir standardmäßig Ressourcen auf der Hand haben, die wir uns vorher irgendwie raussuchen konnten, damit wir auf jeden Fall mit Ressourcen anfangen, was bei so einem Spiel vielleicht doch gar nicht so nachteilig ist.
Immerhin gibt es eine Möglichkeit, nochmal neu zu wählen, wenn man zum Beispiel nur Ressourcen oder nur Monster hat. Könnte man sich bei Yu-Gi-Oh! Auch manchmal wünschen. Ja, wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Die mischen sich ja sowieso alle wild durcheinander. Was hat er gesagt? Hand behalten. Manchmal muss man seine Anfangskarten mehrmals neu ziehen, wobei man jedes Mal eine Karte weniger erhält. Dies ist ein Nachteil, sollte man sich immer überlegen. Ob man das tut, es lohnt sich zum Beispiel, wenn man nur zwei oder weniger Ressourcen oder mehrere Karten mit hohen Kosten auf der Hand hat. Verstehe ich. Im letzten Einführungsspiel wirst du nach und nach die volle Kontrolle über deinen Champion gewinnen. Das ist ja schön, dass wir endlich mal wir sein dürfen. In wenigen Zügen entscheidest du selbst, welche Karte ausspielst, wann du angreifst, lässt ein paar Hinweise betreffend zu führen, das Spielmechaniken, die dabei helfen, siegreich aus dem Kampf hervorzugehen. Ah ja. Okay, also dürfen wir anscheinend jetzt richtig selber spielen. Klar, es ist das fünfte Spiel, langsam wird es Zeit. Um eine Fähigkeit einzusetzen oder eine Karte auszuspielen, brauchst du einen Champion. Was? Braucht ein Champion die Priorität? Da sie immer nur einen Champion benutzen kann, wechseln sie immer zwischen dir und deinem Gegner hin und her. Ach so. Das ist Player-Turn, also Priorität. Ah, gut. Zu Beginn des Zuges hast du immer die Priorität. Klar. Ach nee, ach so. Ah, das ist, wenn der Gegner zum Beispiel seine Schnellsache aktivieren kann, wie es auch bei Yu-Gi-Oh! Ist mit Reaktion auf gegnerische Karten. Beziehungsweise, dass man selber immer als erstes dran ist in der Kette. Aha, Ketten also anscheinend. Automatisch ab. Also nicht Player-Turn, sondern Ketten. Wenn du eine Karte spielst, wobei das ziemlich dasselbe ist, ich sollte vielleicht mal einen Satz zu Ende bringen und nicht mittendrin was Neues sagen. Gut. Du gibst automatisch ab, wenn du eine Karte spielst. So hat dein Gegner die Möglichkeit zu reagieren. Das ist sehr schön. Du gibst die Priorität ab, wenn du bereit bist, zur nächsten Phase ins Zuges überzugehen. Oder wenn du nicht den oder wenn du nicht auf den Spielzug deines Gegners reagieren kannst oder möchtest, klicke auf einfach auf den Knopf Priorität und weitergehen. Aha. Oh, das ist schön, dass das so ein relativ komplex aussehendes Gebilde jetzt im letzten Spiel kommt. Das hätten sie so viel früher mal einbauen können, dann wäre es vielleicht nicht ganz so. Ah, gut. Das ist das Phasenrad. Aha. Es hilft dir, den Überblick darüber zu behalten, in welcher Phase des Spielzuges du dich gerade befindest. Ja. Du befindest dich gerade. Du befindest dich gerade in der ersten Hauptphase in diesem. ja, ich sollte mich vielleicht nicht ablenken, sorry. Ressourcen, Einheiten und Standardaktionen ausspielen. Spiele dann den Diamantensplitter und ein Phantom. Na, also, wie immer. Das ist schön, dass wir selber spielen dürfen und er uns sagt, was wir machen sollen. Aha. Also das switcht hin und her, je nachdem, wo gerade die Priorität ist. Nach der ersten Hauptphase kannst du Angriffsphase, da du noch keine Einheiten hast, die du angreifen können, ist die Angriffsphase überspringen. Weiter zur Angriffsphase. Fecht festlegen. Ah ja, gut. Was haben wir hier noch? Verteidigung festlegen. Schaden übertragen. Okay, wir haben eine ziemlich ausgefächerte Angriffsphase oder Battleface. Gut. Gut, sind wir ein guter Jump. Du befindest dich in einer zweiten Hauptphase, die ermöglicht, nach dem Angriff Ressourcen Karten auszuspielen. Haben wir nicht, leider. Da du bereits deine verfügbaren Ressourcen genutzt hast, sollst du nun einen zu beenden. Sag dich doch mal. Ja, Blutsplitter und sein Pirscher. Schön. Bei ihm geht's schneller als bei uns. Wieder ein Rubinsplitter. Ich werde erstmal gucken, was wir gezogen haben. Achso, Tapferkeit. Kommt mal bekannt vor. Den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Erschütternde Stoßwelle. Au. Standardaktion. Aha. Füge jedem Gegner eine Einheit ohne Flug einen Schaden zu, und eine Einheiten erhalten, in dem Spiel in diese Karte nicht blocken. Ah, also Lockbreaker. Human Cleric.
Wo ist der Orkjäger hin? Ach gut, Rubinsplitter. Jawohl, mach er schon. Ich versuche jetzt mal hier so ein bisschen Ballett zu machen, weil es ist jetzt schon ein bisschen her mit dem Tutorial. Greif mit deinem Phantom ein. Jawohl. Wir erhalten die Kontrolle über unser Spiel. Ich sehe schon. Beende deinen Zug. Das ist klar. Dein Gegner hat eine Aktion verdrängen. Diese Karte fügt deinem Phantom einen Schadenspunkt zu. Alter, sag mal ruhig, ich lese. Zu genau reichen würde, um es zu vernichten, aber noch ist es nicht zu spät, deine Einheit zu retten. Ah ja, wir haben noch Tapferkeit. Wenn du eine Karte gespielt wird, ist es nicht sofort im Spiel, so kommt erst eine Zugkette und warte darauf, dass sie abgehandelt wird. Ah, Ketten, kennen wir ja. Du kannst, also zumindest Yu-Gi-Oh! Ketten, werden wir gleich sehen für alle anderen. Du kannst auf den gegnerischen Karte, Zugkette, schnelle Aktion oder Fähigkeit reagieren. Karten und Fähigkeiten, die als Reaktion gespielt werden, kommen dann an der als Ende der Zugkette. Ja. Spiele eine Schnellaktion als Reaktion auf die Karte versenken in der Zugkette. Spiele die Karte Tapferkeit, wenn das kommt so als Ziel. Jawohl, Phantom Tapferkeit. Aha, die werden also hier nacheinander aufgereiht. Schön. Immerhin ein bisschen was Optisches, besser als bei Death Pro die komischen Symbole, das ist ein bisschen. Gut, es ist auch eindeutig, aber. Da beide Champions nicht mehr weitere Karten oder Fähigkeiten reagieren möchten, wird die letzte Karte bzw. der letzte Effekt in der Zugkette zuerst abgehandelt. Das bedeutet Tapferkeit und dann Versengen. Tapferkeit, Verteidigungswert ist verpufft um 2 erhöht. Um 2? Ich dachte auf 2. Aber gut. Damit überlebt das Phantom den Versengen und 2 Schadenspunkten. Das überlebt. Reicht. Wie du siehst, ist die Möglichkeit, eine Karte mit deines Gegners in Zugkette zu reagieren, eine weitere Möglichkeit mit Vorteilen von Schnellaktionen. Ja, hatten wir doch aber schon. Das war so, dass wir reagieren können. Oh. Bitte. Spinnenbrut. Spider. Anscheinend war der Orkjäger da wirklich nicht übersehen, oder da hatte jemand übereifrig schon mal angefangen, die Typen zu übersetzen. Der Offizier der Chimärenwaffe besitzt eine aktivierte Fähigkeit. Ach, der da unten. Ich dachte schon. Diese Fähigkeit kann beliebig oft eingesetzt werden, allerdings musst du für jedes Mal entsprechend Kosten bezahlen. Spiele jetzt den Offizier der Chimärenwaffe. Was macht er eigentlich? Aha. Aha. Tappen und ein Mana, du erhältst einen Lebenspunkt. Hm. Gut. Läuft. Aktiviere besitzt alle unterschiedlichen Kosten, zum Beispiel kostet diese Fähigkeit diese Chimärenwache einen Ressourcenpunkt, zusätzlich musst du aber auch noch tappen. Traumatisierte Einheiten können nicht getappt werden, um Kosten zu bezahlen. Also, erst tappen, dann bezahlen. Gut. Daher musst du bis zu deiner nächsten Zug warten, Karte aktivierst. Wenn es soweit ist, kannst du diese Karte doppelklicken, um ihre Fähigkeiten einzusetzen. Aha. Du beherrschst die Grundlagen von Hex und besitzt alle Kenntnisse, die nötig sind, um den Gegner zu besiegen. Du kannst nun völlig Freikarten spielen und selbst wählen, ob und wie du angreifen möchtest. Viel Glück! Oh! Aha. Lege dein Schwert weg, Mensch! Dann setze ich deinen Leiden ein schnelles Ende! Den Spruch hat man ja von Bösen auch noch nie gehört. Oder von Pseudobösen zumindest. Niemals! Hallo? Dem muss man zweimal sagen, dass er niemals nicht macht. Ah ja, gut, das ist. Ja. Okay. Gut. Priorität. Ah, Battleface. Greife ich an? Greife ich nicht an? Ich könnte dann zumindest einblocken. Aber ein Schaden gegen 2 Schaden. Der macht sowieso 2 Schaden. Die kann ich nicht blocken, weil dann zerfetzt du mir den. Auch ich glaube anders aus. Ich bin ja noch Anfänger. Gefechtsschaden zu viel holen.
Letztes Mal, als ich das Tutorial gemacht habe, weiß ich schon gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob sich das verändert hat, aber es kommt mir bekannt vor. Weiter, Ende. Jawohl. Dann machen wir mal, Kollege. Blutsplitter. Jawohl. Priorität weitergeben. Weitergeben. Überspringen. Gefecht hinzufügen. Weil mit der blocken wir nicht mit der Heil bei uns hoch. Das heißt, der macht auch nur 2 Schaden. Super. Wir haben einen Büffel. 2, 3. Geht uns nicht. Also können wir uns auf den spielen. Spielen. Und. Ja, darf ich? Achso. Ah, so macht man das. Um 1 geheilt. Yay. Gut, weitergeben. Angreifen, angreifen, gib ihm. Das Tolle ist, wenn er jetzt angreift, können wir mit dem Büffel die Spinne blocken. Weiter zum Entzug. Problem ist, ich glaube, man kann auch nur einen blocken. Ich könnte jetzt nicht mit dem Büffel beide blocken, glaube ich. Das geht, glaube ich, nicht. Was ein bisschen schade ist, dass es weitergeht. Boah, das wird bestimmt dann im Duell richtig hässlich oder im Spiel dann, wenn ich dann jedes Mal vergesse, da drauf zu klicken. Ah, er hat mich angegriffen. Splitter. Sache von Gewehen. Leben. Achso, Priorität weitergeben. Angriffsphase angreifen. Er will nicht blocken. Ich will, er kann nicht blocken. Schaden. Um. Weiter. So. Was ist denn? Riesige Spinnenbrut. Einheit Spider. 4-2. Okay. Was bist du denn? Füge einem Champion deiner Wahl einen Schaden zu, du erhältst einen Lebenspunkt. Mache das mal. Ich heile mich eh um 1 zu beenden. Er beendet seinen Zug. Gegen eine Einheit ohne Flug ein Schadenszug. Unter Einheiten erhalten den Spielzug. Das heißt, er kann erste Standardaktion. Ein Schaden. Damit könnte ich die beiden wegbreaken. Der kann damit einen killen, damit wird er die da killen. Wir machen jetzt mal die, haben wir immer noch die da. Ich erst mal wieder aus. Stürmische Stoßwelle können wir immer noch bringen. So, weitergeben. Ah, ich kann mich so nicht heilen. Alter. Das ist ein bisschen doof und gut. Oh, weiter. Zack. Ein bisschen Damage drauf. Weiter. Es ist schon spannend. Was bist du denn? Kopfloser Henker. Ah. Nicht, dass der seine Finger mitschleift. Diese Karte kann nicht blocken. Aha. Undead Ghoul. Ich dachte, Ghoule sind immer undead, aber. 5-5, ey, das ist schon. Oh. Und ein Yeti-Baby, das ist super, den können wir nächste Runde einfach wegbashen. Er greift an mit dem. Blocken festlegen. Oder Blocker. Blocker festlegen. Die hauen wir weg. Blocken wir mit dem. Gehen dann beide sowieso flöten, aber das ist mir egal. Weil ich hau nächste Runde ja fast alles weg, bis auf den Kopflosen. Und dann hauen wir nochmal ordentlich mit Schadenspunkte rein. Was ist das denn? Zerstöre eine Einheit deiner Wahl mit 4 oder mehr. Nice! Machen wir das erstmal so.
oder so. Und dann machen wir das nochmal so. So. Ja, das war jetzt vielleicht nicht ganz so clever. Aber... er kann nur eine blocken, also hau ich einfach mit allen dreien drauf. Das ist schön. Er haut zwar die Gewehen weg, aber er verliert dabei alle seine Monster. Das ist egal. Aber was? Ah, hier ziehe die Karte um und blocken möchtest die gewünschte Reihenfolge von links nach rechts. Schaden von links nach rechts. Dann wird zuerst von links nach rechts. Welcher Schaden von diesem Abfolge? Okay. Ist ja egal. Bam. Alles weg. Die haben nur eine Karte verloren und haben trotzdem drei Schaden gemacht. Und er hat noch eine Turm und sonst gar nichts. Nice. Jetzt können wir nämlich ordentlich auf die Scheiße hauen. Und wir haben nochmal das da. Ich weiß ja nicht genau, was es bringt, aber ich heile mich trotzdem. Okay, weitergeben. Angriff mit den beiden. Weil wenn er nicht schnell zieht, kann er eh nicht angreifen. Weiter. Ach, die kennen wir ja. Ach, ungezähmt ist sie jetzt auf immer. Flug 1-2. Boah, könnte ja egal sein. 2-2 hat er. Was bist du denn? Wenn du eine Karte ziehst, decke sie auf. Du erhältst Lebensflug in Höhe ihrer Kosten. Hat was. 4-5 vor allem. Schutzengel. 6 Kosten. Wir haben 6. Fliegt. Geben wir erstmal weiter. So. Ja, jetzt 8 Mann. Und er beendet seinen Zug, weil wir haben eine fliegende Supertussi. Feuerritter. Du kannst diese Karte auswählen, die du erhältst. Von dir kommt wieder eine Zug. Plus 1 Angriff. Okay. Ja, zeigen wir vor, kriegen wir Lebenspunkte. Wir haben 6. Human war der. Ah ja, klar. Wir brauchen es jetzt eigentlich nicht, aber ich muss jetzt einfach mal trotzdem. Nochmal 9 Schaden. Ich muss zugeben, es läuft wesentlich angenehmer, wenn nicht dauernd irgendwelche Tipps kommen oder die komischen Einsprachdinger geflogen kommen. Ja, er heilt sich. Das ist schlecht für ihn und gut für uns. Da hat er nämlich nichts, womit er uns auf den Sack gehen kann. Greif, erhol, nochmal 4 Lebenspunkte. Spielen wir. Ja, hat sich erledigt. Und die beiden greifen mit dem auch noch an, weil wir haben es ja. Zack. Ah, okay. Ich hätte vielleicht auch noch mit dem da noch angreifen sollen. Weil jetzt machen sie nur 6 Schaden. Ah, aha. Aber irgendwann ist das Viech da weg. Er hat sich einen Zug gerettet. Ich gebe. Ah, das ist doch schon ein bisschen kniffliger mit dem Angreifen. Warum sie da so ein Hackmack machen? Ja, ja, gut, der hat jetzt 2-3, das ist... Double Zombie, der kann nicht fliegen. Aha, Diamant-Aura. Schnellaktion. Eine Einheit deiner Wahl erhält... Warte mal. Wenn du eine Karte ziehst, decke sie auf. Achso, das geht fertig, ich dachte, das ist ein Monster. Diamant-Aura. 2-2. Und standhaft. Ich
einfach mal fies. Ach, du hast Scheiß drauf. Da. Zack. Oben. Ende. Ich wollte jetzt irgendwie die Schnellaktion noch mit einbauen, aber hab mir so gedacht. Ja, lassen wir. Es läuft doch so. Tyrell sagt, wir haben gewonnen. Doktorwill hoffentlich vorbei. 5 von 5. Im ersten Zug des Spiels ziehst du eine Karte. Aha. Der Spieler als zweiter dran ist, zieht als erster eine Karte zu Beginn seines Zuges. Nutze das Phasenrad, um die Erfahrung der Phasen des Zuges im Auge zu behalten. Schnellaktionen, die man als Reaktion auf Ereignisse in der Zugkette gespielt hat, werden dann von dir abgehandelt. Aktive Fähigkeiten können mehrmals eingesetzt werden, jedoch musst du jedes Mal Kosten bezahlen. Ah ja. Der Anführer der Nekromanten geht zu Boden. Seine Gefolgsleute sind gerade im Begriff, dich zu umzingeln. Da erstrahlt plötzlich der Himmel in gleißendem Blau. Warum blau? Gut. Wir. Hä? Du schaust auf. Der Nekromant tut es dir gleich. Ach nee, die Nekromanten. Gut. Schön. Gucken sie mal alle nach oben. Sind sie abgelenkt. Können wir in der Eier treten. Ein Schweif aus blauem Feuer zieht über euch vorbei und lässt den Himmel in einen indigofarbenen Ton verglühen. Was? Blauem Feuer? Indigofarben? Ich dachte, Indigo ist rot. Ja gut. Oder eine rote Nuance. Wenige Augenblicke später ist die Erscheinung hinter dem Horizont im Osten verschwunden. Was war das? Die Nekromanten wirken ebenso überrascht wie du, sagen allerdings kein Wort. Sie zögern einen Moment, dann wenden sie sich von dir und von dem Dorf ab und marschieren los, dem blauen Licht hinterher. Verblüfft schaust du ihnen nach, weil du zu doof bist, ihnen hinterher zu rennen und sie abzuschlachten, solange sie überrascht sind oder ihnen in die Eier zu treten. Was ist überhaupt aus dem Nekropolen-Kriegsherrn geworden, der... Liegt jetzt hier rum und vergammelt mit, oder was? Oder hat er sich aufgelöst? Oder haben die den mitgenommen? Oder ist er zum Mond geflogen? Keine Ahnung. Merkwürdig, sehr merkwürdig. Lückenhafte Story. Ich muss die Befehlshaber in Vrenz Zitadelle informieren. Die werden wissen, was zu tun ist. Ja, die haben bestimmt schon viele blaue Lichter gesehen, die Nekromanten weggelockt hat, bevor sie dich aufschlitzen konnten. Gut. Du atmest tief durch. Es ist dir tatsächlich gelungen, das Dorf vor den Nekromanten zu beschützen. Der Augenblick des seltenen blauen Lichtes will dir doch nicht nur aus dem Kopf gehen. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ich denke, es ist Nacht. Wo wirft denn da irgendwas einen Schatten außer das blaue Licht, das schon lange im Osten verschwunden ist? Gut. Für den Augenblick sind die Menschen hier sicher. Doch es scheint, als wäre dieser Angriff erst der Anfang. Was, auf das Dorf oder allgemein? Du musst dich schon ein bisschen präziser halten. Fassen. Ah, hätten wir das Tutorial hier schon mal durchgespielt. Das ist halt hier der Hauptbildschirm. Und deswegen bin ich auch darauf gekommen, dass es einen Story-Mode gibt, also Kampagnen, weil... Kampagnen. Gut, Echtgeld-Shop. Hier. Wir können das Tutorial jetzt sofort nochmal spielen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt dann auch, weil das ist ja so mega super geil. Nein. Üben, das können wir uns dann auch mal angucken. Aber. So, was haben wir hier noch? Zufällige Gegner spielen. Turniere. Frostring-Arena. Kartenmanager. Zufällige Gegner, Turniere, Frostring-Arena. Ich darf sagen, wir gucken uns erstmal den Kartenmanager an, bevor wir irgendwas anderes machen. So. Mir fällt wieder was aus der Hand. Wir haben viele Karten. Und hier ist so der RPG-Anteil, wie ich vermute, weil das sieht inventarisch aus. Champion wählen. Was ist das jetzt? Champions auswählen. Okay. Das sind ein paar. Was machen die? Es gibt hier diverse mit unterschiedlichen Gemisch. Saphir, Rubin, Diamant, Blutsplitter und hier unten waren Wildnis, wenn ich mich nicht irre. Grün war Wildnis, glaube ich. PvP, Legenden. Was passiert da jetzt? Ich weiß auch überhaupt nicht,
Wähle und schließe Fähigkeit anzeigen. Was? Nein. Ich weiß überhaupt nicht, was das macht. Deckwerte. Wir haben keinen Deck, also haben wir anscheinend auch keine Werte. Das gibt Sinn. PvP. Sagt bei uns. Gott, scheiße, ist das laut. Ich habe das doch leiser gemacht vorhin schon. Ja, genau, Gesamtlautstärke. Ist wieder voll. Hm. Ja, ich werde das nachher sowieso noch ein bisschen zurechtbasteln. So, es müsste gehen. So, hier sagt er uns anscheinend, was uns dann fehlt. Mindestanzahl 60 Karten. Und ein Champion. Mhm. So, müssen wir mal gucken. Wir haben 1220 Karten. Das ist ziemlich viel. Aber wahrscheinlich auch nur, weil wir jede Ressource 200 Mal haben. Das sind schon alleine 5 Ressourcen mal 200, 1000 Karten, also haben wir noch 220. Ich weiß, als ich mich hier registriert habe damals, habe ich, glaube ich, 200 Karten bekommen als Pack. Wobei, was ist das jetzt? Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Ist auf jeden Fall free to play, also kann jeder mal, der es nicht spielt und Interesse hat, selber mal gucken. Also, ja, es müsste noch free to play sein und ja, keine Ahnung, es gibt halt Karten. Und es ist halt, was ist das? Ach, das sind die Artefakte. Aha, Artefakt, Einheit, Roboter, das ist Deutsch. Aha. Wenn diese Karte stirbt, erhält eine von dir kontrollierte Einheit deiner Wahl plus 2 Angriff. Schön, dass man den Flavortext hier unten so gut lesen kann. Was ist das? Handschuh. Aha. Hallo? Axtkämpfer-Handschuhe. Platz Hände. Dein Axtroboter verfügt stattdessen über, wenn diese Karte stirbt, erhält eine von dir kontrollierte plus 3 Angriff. Hände? Ich habe Inventar gesehen. Inventar ist nichts. Ah, ich glaube, das ist, wir können unsere Karteneffekte noch verändern mit den Gegenständen, die wir anlegen. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier die Axtkämpferhandschuhe anhätten, dann würde er nicht standardmäßig, wenn er zerstört wird, irgendeinem Ding von uns oder irgendeine Einheit 2 Angriff geben, sondern mit den Handschuhen kriegt er dann 3 Angriff dazu. Ah. Aha. Aha, aha. Geflügelter Legierungshelm. Was? Was zum Geier soll ein Legierungshelm sein? Naja, egal. Warte mal, diese Karte, deinen Kampf. Karte hat alle Zonenkosten von minus 1 für jeden kontrollierten Zwerg und oder Roboter. Dein Pirma fügt über Zwerge und Roboter in allen deinen Zonen erhalten Kosten von minus 1. Diese Karte hat in all deinen Zonen Kosten von minus 1. Kostet die dann weniger und wenn du den Helm hast, kosten deine Roboter weniger oder was? Und deine Zwerge? Hä? Das ist noch ein bisschen verwirrend, aber das ist so ein bisschen wie bei ja, Yu-Gi-Oh! Nur, dass es hier halt verschiedene Fraktionen gibt, sage ich jetzt mal, die man wahrscheinlich auch mischen kann oder auch nicht mischen kann, je nachdem, wie man das gerade will. Und dann halt noch aufpusten kann und solche Geschichten, dann muss man mal gucken. Ihr braucht jetzt aber keine Angst haben, ich werde mit euch jetzt nicht jede einzelne Karte hier durcharbeiten. Wer Interesse hat, kann das selber machen. Ich werde mal gucken, ich werde dann gleich auch mal eine Pause machen und dann vielleicht noch durchgucken und mir vielleicht sogar ein Deck bauen gleich. Wenn nicht, dann halt später. Und dann werde ich das zumindest mit euch mal kurz durchsprechen und zeigen, damit wir alle dann ungefähr auf dem gleichen Stand sind. Auch wenn wahrscheinlich, bis wir dann dabei sind, das Deck uns anzugucken, ihr sowieso viel mehr Ahnung habt, wenn ihr das Spiel spielen würdet wollen. Bis jetzt sieht es auf jeden Fall relativ interessant aus und auch das mit dem RPG-Anteil, wie komme ich jetzt hier gerade wieder raus, da oben. Mit dem RPG-Anteil
und den Kampagnen sieht auf jeden Fall interessant aus. Wie man an neue Karten kommt, ist mir gerade noch unklar, weil hier muss man das für Platin kaufen und das ist, wenn ich mich nicht irre, die Währung, die man mit Geld kaufen kann, weil, wie gesagt, Free-to-Play, das muss ich irgendwie finanzieren. Sieht's aus. Ah, ist das laut. Ja, Auktionshaus kann man halt wahrscheinlich Karten und Gegenstände kaufen. Ich schätze mal für Gold und Platin. Was man mit Gold dann mal im Ende machen kann, werden wir noch rausfinden. Ja, das ist dann jetzt erstmal das soweit gewesen von meiner Seite mit Hex. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause. Beziehungsweise erstmal Ende für die Aufnahme jetzt. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich das nächste Mal mit einem Deck wieder. So viel bis dahin. Bis zum nächsten Mal.